herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Fighters. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall gesehen, wie Cell gegen C21 versucht hat, irgendwie anzukommen mit seiner Stärke. Hat er aber nicht geschafft, wurde sozusagen vernascht. Und das ist halt so die Version, die wir kennen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Wir haben halt eine Weißblende gesehen, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, so sein. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir sehen auf jeden Fall, dass Goku oben rechts ist und das ist auf jeden Fall unser nächster Gegner. Wir haben hier unten auf jeden Fall ein paar drei Tutorial-Kämpfe, aber wie gesagt, die mache ich ja nicht mehr. Wir haben jetzt hier Trunks und hier haben wir Ginyu. Wo sind die Stärkeren? Das sind alle Level 16. Dann kämpfen wir gegen Ginyu, die sind alle Level 17. Dann haben wir wenigstens natürlich ein paar stärkere Gegner. Man munkelt ja so ein bisschen. Legen wir los. Okay, wir sind im Kampf und wir kämpfen. Ich weiß nicht, haben wir schon mal auf Namek gekämpft jetzt hier im Let's Play? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich achte nämlich eher selten so ein bisschen auf die Umgebung, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ist einfach nicht mein Fall, dafür bin ich einfach viel zu konzentriert die ganze Zeit, diesen Kampf hier zu machen. Komm her, zack und tschüss mit dir. Was haben wir noch drauf? Ja, ich liebe diese Kombo. Das könnte ich natürlich wieder das KMMH dazu machen, aber naja. Ist halt diese Mainstream-Auto-Kombo, man kennt's natürlich. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das Wahre vom Ei. Oder das Wahre vom Super Saiyan. Oh Mann, ey, der war so schlecht, ey. Dass ich mich schon fast schäme dafür, dass ich den überhaupt gerade gebracht habe. So, erstmal kurz Ki laden. Okay, das war absolut gar nichts. Sehr schön, hast du gemacht, Gotenks. Gotenks. Alter, Dead Combination. Also das finde ich mit dem galaktischen Donut finde ich hier richtig geil so. Also dass man da so einen Gegner natürlich fangen kann. Weil ich habe schon in der Beta habe ich schon echt einige gesehen, die natürlich nie gespammt haben und in der letzten Ecke standen. Und da ist, glaube ich, so ein Gotenks gar nicht mal so schlecht. Also. Da kann der schon so ein bisschen was raushauen, würde ich mal sagen. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen zu Gohan, weil ich ja den nicht wirklich spielen kann. Da haben ja auf jeden Fall einige versucht, den so ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert. Also man kann ja diesen Ki-Ausstoß machen und kann dann auf jeden Fall seinen Power-Level auf 7 erhöhen. Also nicht 7 Ki, sondern 7 Power-Level oder irgend sowas. Und kann dann irgendwie mehrere Kombos hintereinander machen. Ansonsten geht das halt nicht wirklich, wenn man die ganze Zeit auf Stufe 1 oder 2 bleibt. So, ich krieg den nicht mehr. So, jetzt komm her. Und tschüss. Das wollte ich nicht machen. Und nochmal. Big Bang. Okay, das war absolut, absolut scheiße. Absolut scheiße war das. Aber hey, wir haben es trotzdem geschafft. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn ihr mir so Tipps gibt. Weißt du, wisst ihr, es gibt da so Leute immer, die versuchen einem dann irgendwie zu sagen, boah, bist du dumm, du kriegst dann das und das nicht hin. Freunde, ich bin genauso ein Mensch. Und wenn ich irgendwelche Fehler mache, dann mache ich halt Fehler. Deswegen, kann man es auch dann nochmal reinschreiben und dann versuche ich das auf jeden Fall zu verbessern. Ansonsten, ja. Pech gehabt. Dann macht halt Auge. Ich mache auch Auge und mache jetzt auf jeden Fall weiter. So, gegen Trunks. Ich weiß nicht, sollen wir gegen den kämpfen? Nee, komm, wir machen direkt weiter mit dem Bosskampf. Ich habe irgendwie voll Bock jetzt auf diesen Bosskampf. Und hoffentlich eine kleine Cutscene oder so. Das wäre mal wieder cool. Okay, auch hier gibt es scheinbar keine Szene irgendwie. Aber ich denke, dass auf jeden Fall nach dem Kampf dann auf jeden Fall was kommen sollte. Und wenn dann auch nichts kommt, dann GG auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich Vegeta gerade einsetzen. Moment mal. Ich muss die Kombo auch treffen, sonst macht das keinen Sinn. Und nee, ich will auf der anderen Seite sein. Komm her. Oh, jetzt komm schon, mach nicht den, Mann. Ah, und klappt's? Ah, okay. Wenn Goku eher in der Ecke gewesen wäre, noch mehr in der Ecke, dann hätte ich vielleicht getroffen. Ansonsten leider nicht. So, erstmal Kamikaze-Tag. Oh shit, ey. Wir haben dann auch nach unten so Doppel-Peace-Zeit, Freunde. Einfach nur episch, Mann. Das ist Gotenks, Mann. Wie er Leib belebt. Aber mir gefällt der Charakter so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Bin gespannt, ob ich da in Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit ihm hinkriege. Anstatt jetzt hier eine Story, wo man sowieso jetzt nicht sein Können unter Beweis stellen kann, sondern eher erst im Online-Modus. Weil hier sind einfach die Gegner, die machen einfach nichts. Klar, wie gesagt, ich habe ja in der letzten Part schon gesagt, die sind auf jeden Fall aggressiver geworden und so. Was ja auch alles cool ist. Aber es geht noch mehr, muss man einfach mal sagen. Sind wir einfach mal ehrlich. Da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Noch viel, viel mehr. So. Ah, ich habe gedacht, das klappt mit dem galaktischen Donut von da unten. Es hätte auch geklappt, aber wäre nicht so schnell weggeflogen. Hätte ich ihn vielleicht noch kriegen können. Ich versuche es nochmal. Das wäre ganz cool, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ah, scheiße, das war zu spät. Nochmal. So, jetzt. Nein, ich habe ja Gotenks geholt. Nein, das wollte ich nicht belasten. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder back ist. Back in the business, back in the game. Ich muss kurz warten. Nicht, dass ich Piccolo zu viel abziehe. So, jetzt. Wieder falsche Taste. Ah, verdammt, Mann. So knapp. Es sieht immer so knapp aus und dann treffe ich ihn. Es macht mich traurig, Freunde. Es macht mich so traurig. Was soll ich dazu noch sagen? Das war jetzt eigentlich nicht geplant.
Aber es war auf jeden Fall das Teleportations-KMMR, das Warp-KMMR. Und wir schießen Piccolo einfach raus. Ich finde es immer ganz lustig, so einen Namekianer einfach rauszuschießen. So, fress das, Piccolo, mein kleiner namekianischer Freund. Alter, wie er das einfach überlebt. Und nochmal. Fress das. Oh Mann, ey. Ich bin gnadenlos, wenn sowas, wenn es um das geht. Wirklich, ich bin sowas und gnadenlos. Ich lasse den Leuten da keine Chance. Ich hau da einfach raus. ないんじゃない?セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど。急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない?暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。より普通の攻撃ね。おいしくなおいしい。やっぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。Okay, wir sind auf jeden Fall wieder auf einer neuen Karte, Kapitel 9, Karte 14, zur Welt der Kaioshin der Zeit. Warte mal, zur Welt des Kaioshin der Zeit? Als ob der jetzt auch in dem Spiel vorkommt. Lol, wäre mal voll cool. Der letzte Kampf schon. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir hoch zu Nappa und machen den jetzt erstmal Platz. Wir gehen hier komplett außen rum und zu Goku. Also den Kampf in Yamcha werden wir hier überspringen. Weil hier die mittleren sind sowieso nur die Tutorial-Dinger, die jucken mich überhaupt nicht. Aber gut, erstmal zu Nappa. So, dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, Nappa. Ich bin mir auch gerade überlegen, ob ich mal den Charakter wieder wechseln soll. Also Gotenks lassen wir auf jeden Fall noch drin, aber Vegeta könnten wir eigentlich mal wieder rauswechseln, dass wir mal einen anderen drin haben. Weil ich habe den jetzt schon eine lange Zeit drin und es kommt sowieso irgendwie gerade gar kein neuer, was ein bisschen, naja, ist. Finde ich ein bisschen schade, aber müssen wir halt, jetzt gerade erstmal ein bisschen damit zurechtkommen. Weiß nicht. Soll ich wechseln? Was sagt ihr, Freunde? Oder soll ich wirklich erst auf den neuen warten? Dürft ihr mehr reinschreiben. Aber ich glaube, ich mache schon hier während dem Part. So, Final Flash. Natürlich kann man auch Kombos schön in der Luft kombinieren. Also muss man halt nur tastenmäßig hinkriegen. Ich kann es euch mal zeigen. Moment, ich muss auf der anderen Seite sein. Ja, bei Gohan kriegen wir es nicht mehr hin. Der hat zu wenig Leben gehabt. Aber bei Cell sollten wir das hinkriegen. Ich versuch's mal. Also ich müsste es eigentlich hinkriegen. Zack, in der Luft. Ach, verdammt.
Dieser Vorführeffekt mal wieder. So, und jetzt schön Final Flash hinterher. Also man muss halt nur die Tastenkombination so ein bisschen hinkriegen. Üben. Und dann kriegt man das auf jeden Fall auch gut hin. So, was können wir noch mit dir machen? Sehr schön. Zack. Oh shit. Nein, verdammt. Nein. Oh Mann, Moment. Ich will die Attacke hinkriegen. Es gibt, ja, genau, die hier wollte ich hinkriegen. Mann, die ist cool. Krieg die nicht hin. Ach, verdammt, du machst hin, der Super Ghost Kamikaze Attack. Also die eine Attacke, die ich mit den Fäusten da gerade gemacht habe, die kann man scheinbar nur in der Luft machen. Oh, ich hab's doch untergefordert. Das ist so belastend. So, weiter geht's. Einmal hier, zack. Und wieder, jetzt ist Sally in der Mitte erschienen, aber ist egal. Zack, zu Trunks und los geht's. Schade, dass gerade so wenig Cutscenes irgendwie kommen. Es kommt gerade nur so ein bisschen was mit C21 die ganze Zeit. Aber gar nichts mehr so diese lustigen Gespräche oder so. Oder diese epischen Gespräche oder so. Finde ich ein bisschen schade. Aber da gerade Cell erschienen ist, kann es gut möglich sein, dass da auf jeden Fall was kommen wird gleich. Ja, das sind meistens diese kleinen Mini-Events, die man so freischalten kann. Ich werde auf jeden Fall auch gleich noch zu Cell gehen, bevor wir direkt zum Boss gehen. Weil ich finde, jetzt nach dem Kampf könnte ich jetzt schon gegen den Boss kämpfen. Aber ich werde, glaube ich, nur noch sehr kurz vorknöpfen. Ich denke mal, dass da wir auf jeden Fall wieder mal so eine kleine Szene bekommen. Weil ich weiß, dass ihr die auf jeden Fall auch mögt. Ich habe es nämlich schon in den Kommentaren so ein bisschen gelesen. So, aber jetzt testen wir nochmal was anderes. Ist eigentlich dieselbe Combo. Wie geht halt, wie das immer mit Final Flash macht. Zack. Haben ihn, sehr schön. Und jetzt noch Super Saiyan 3 dazu. Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Double the Super Saiyan 3 Kombination ist einfach heavy. Heavy. Zack. Und Switch. Ah, scheiße, das war jetzt zu spät. Hammer. Zack, und jetzt Switch. Ah, wieder zu spät. Oder, ja, was heißt zu spät? Der kommt halt immer irgendwie zu spät angeflogen, was ein bisschen gaga ist. Weil es ein bisschen gaga ist. So, wir gehen mal auf die andere Seite. Moment. So, sehr gut. Und jetzt die Attacke wieder. Das sieht so gut aus, wie auf der Alpe diese Fäuste raushaut. So, Nappa, wie geht's, ha? Kannst du dich erinnern? Ich hab dich in den Himmel geschossen und hab dich umgebracht. War eine tolle Zeit. Zack. Zack. Ich will einfach nicht mehr runterlassen. Ich wollte eigentlich echt nicht mehr runterlassen, so. Aber wenn das seine Mutter mitkriegen würde, die würde sich melden. Erstmal Super Kamehameha. Juhu. Also, ja. Man kann es an meinem Leben sehen, wie hart ich die eigentlich rasiere. Das ist schon wirklich traurig, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, Cell wurde gerade hier aufgemampft von Majin Buu. Das heißt, dass wir auf jeden Fall dorthin gehen werden. Sprich, wir müssen hier hin, dann dahin. Und jetzt können wir hier schön zu Majin Buu und dann machen wir auf jeden Fall den Kampf gegen Goku. Und ich denke und hoffe, dass auf jeden Fall jetzt hier mal wieder eine Szene kommt. Kann sein, dass sie jetzt auch nicht kommt wegen Cell, aber ich hoffe es trotzdem. Schauen wir mal. またあのブートは戦うことになるなんて思わなかったぞ。ウィは、みんなの力借りて元気玉で倒しちまったかったな。今回は自分だけの力で倒したすか。カカロット、油断するな。こいつは他のクローンとは様子が違うぞ。そっか。違えなんかねえと思うけど。ならあれを見ろ。 寝てやがる。竹の目に居眠りなんてよ。俺たちの前で居眠りとはふざけたやつだ。俺が叩き起こしてやる。起きたみてえだぞ。俺にしてもあいついちいちあれやんねえと叩けねえんかな。知るかそんなこと。 So wie man Buu natürlich kennt, ist er einfach eingepennt vor dem Kampf oder hat noch ein kleines Nickerchen gemacht. Man kennt ihn natürlich. Ist einfach so, wie man ihn eben kennt. So, mal gucken. Also er haut wenigstens meine Combo raus. Uiuiui. Oh, Freunde. Oh. Oh mein Gott, ich verliere aber auch einiges an Leben. Oh, Alter. Mach mal Junge, chill! Alter, das hätte schon die ganze Zeit so sein müssen. Okay, jetzt hoffe ich nur, dass ich ihn doch noch... Oh, guck mal, wie viel Leben ich verliere. Nein, scheiße. Lass mich da raus. Oh mein Gott. Alter, diese scheiß Bodenkombo. Ich müsste ihn jetzt, glaube ich, haben. Ja, ich habe ihn. Oh mein Gott, wie viel Leben ich verloren habe. Der ist ja holy moly stark, Alter.
Erstmal wechseln zu Vegeta. Jetzt macht er gleich wieder diese scheiß Boden-Kombo. Hau ihn raus, Mann. Hau ihn raus. Das gibt's doch nicht. Jetzt sterb. Oh mein Gott. Alter. Ja, okay, der ist auch Level 28, sehe ich gerade. WTF, Mann. Warum war der? Der war Level 9 Level über mir. WTF. Krass, wie stark. Also ich meinte natürlich stark im Sinne von, wie viel Leben er mir gerade abgezogen hat, weil das war auf jeden Fall ziemlich ordentlich gerade. Aber gut, machen wir auf jeden Fall jetzt den Boss dieser Karte. Okay, es kam leider wieder keine Szene. Schauen wir mal, ob die jetzt wenigstens hier ein bisschen was machen. Es scheint diesmal wieder nicht der Fall zu sein. Was soll ich dazu noch sagen? Oh, okay, er haut doch was raus. Aber auch nur denselben Shit. Scheiße, es war ein bisschen zu spät. Probieren wir es nochmal. Kann man das irgendwie beenden hier, diese Kombo? Oder kann man da noch irgendwas dazu machen? Weil er macht immer diese Schläge bei mir. Aber dann war es das auch wieder. Also da passiert nicht leider viel. Das ist so ein bisschen, naja. Oder vielleicht hat da irgendwie der ein oder andere von euch einen Tipp für mich. Weil das Spiel müsste ja jetzt, glaube ich, draußen sein, wenn dieses Video online kommt. Ja, müsste schon da sein. Deswegen, da kann mir bestimmt schon der eine oder andere so ein paar Tipps geben, was ich besser machen kann bei dem einen oder anderen Charakter. Wie gesagt, ich bin immer offen für sowas. Insofern ist natürlich alles konstruktiv gestaltet, ist, bin ich da auf jeden Fall für dabei. So, zack. Ah, doch, es hat noch gezählt, Gott sei Dank. Zack, sehr schön. Erstmal gewechselt. Ich wollte eigentlich noch zu Goku wechseln, aber ich habe es dann doch gelassen. Ich glaube, das wäre zu heftig gewesen. Dann hätte ich das wieder auf USK 18 stellen müssen, Freunde. Das wäre schon zu much gewesen. So, mal gucken, ob wir ihn treffen. Ja, Yamchu. Boah, auf den freue ich mich auch schon, wenn ich den mal spielen kann. Also, die ganzen Charaktere, ich habe die noch nicht so intensiv gespielt. Ich habe klar, natürlich habe ich den einen oder anderen Charakter so ein bisschen schon gespielt. Aber ich habe noch nicht viel gemacht, dass ich jetzt hier sowas... Alter, chill mal. Chill mal, Yamchu, Alter. Du brauchst jetzt nicht einen auf Bad Boy machen. Du bist gegen einen Pflanzenmann gestorben, Yamchu. Also, ich weiß, wir reden hier mit so ein paar Klonen. Zack. Ah, ich habe keinen Key mehr, schade. Kein Key leider mehr gehabt, sonst hätte ich da auf jeden Fall was machen können. Aber das zählt natürlich auch. Problem war hier wieder, dass die... Also, ich kann es euch so erklären. Das habe ich nämlich im Internet gelesen. Umso länger die Combo geht, umso schwächer werden die Angriffe. Das heißt, irgendwann muss ich Pause machen, sodass die Angriffe überhaupt noch Schaden machen. Das seht ihr natürlich, wenn ihr seht, dass der eine Schlag eigentlich ein bisschen mehr Schaden machen müsste. Stattdessen macht er fast nur so einen Strichschaden. Ja, ist halt dafür da, dass man halt keine krassen Endlos-Kombos macht und den Gegner sozusagen one-hittet oder so. Aber ist halt ein bisschen nervig, wenn man gerade in so einer langen Combo drin ist oder so und den Gegner wirklich schön in der Luft hat, dass halt der Schaden immer, immer geringer wird. Deswegen hat das KMMR gerade von mir auch extrem wenig abgezogen. Also ja, ist halt leider belastend. ブーに似てるけど、それだけじゃない。フリーザやセル、今まで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいな。木の大きさから見て、 21号のものと考えて良さそうだ。木を混ぜたって、セルの時も同じようなこと言ってなかった？ 21号もセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。 そう見てたな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだぜ。だが俺にとっては都合がいい。あてもなく探すも大変だからな。よし、行ってみっか。 Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeder Ebene haben wir auf jeden Fall, beziehungsweise auf fast jeder Ebene haben wir auf jeden Fall einen Gegner vorhanden. Und irgendwie haben wir immer noch nicht alle, ja, Teilnehmer für unser Team, was ein bisschen komisch ist. Aber gut, finde ich jetzt krass, aber naja, was soll man machen? Ich beende jetzt erstmal diesen Part hier an dieser Stelle. Hat mich auf jeden Fall gefreut, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal so ein bisschen wieder Feedback gebt, Freunde. Auch gerne einen Daumen nach oben gebt, schreibt einfach Kommentare, ich lese immer alles durch, ich kommentiere natürlich auch ziemlich viel. Und dann geht es ja auf jeden Fall im nächsten Part weiter gegen C21 hier oben. Und ich sehe gerade, die ist Level 35. Holy Macaroni. Also das wird auf jeden Fall ein ordentlicher Kampf. Deswegen schaltet ein, Freunde. Wird interessant. Und dann war es auf jeden Fall von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.